Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play, beziehungsweise Let's Test Loadout. Ich wollte Let's Play sagen. Bist du mal. Ja, guck. Ja, warte. Okay. Shirt und hier überall so zerfetzt und weiß schon. So, ich wollte dem Noah hier nur kurz mal neuen Klamotten zeigen. Ja, wir haben das eigentlich so gesehen nur mal zwischendurch mal angespielt. Und es für gut befunden. Zur Kenntnis genommen, dass es gut sein kann. Ja. Ein Free-to-Play-Spiel, was gut ist. Ja, es ist, also es ist Free-to-Play und ich finde, es ist wirklich annehmbar. Ja, das stimmt. So. Und vor allem, seht, es ist nicht ganz so Pay-to-Win. Ich meine, es ist Pay-to-Win drin, muss man ganz klar sagen, aber man kann auch was reißen, wenn man nichts gezahlt hat. Ich glaube, man hört ja schon das Herzklopfen. Leider kann man sich auch nur mit Hilfe von anderen heilen. Nee, das stimmt nicht. Es gibt hier auch Kästen auf der Map verteilt, ah ja, stimmt. Wo du rüberlaufen musst. Und ich bin glatt mal runtergefallen. Health Points. Ja, hier musst du ein bisschen aufpassen. Hier ist es irgendwie. Wow, Alter, der Ach, das ist so ein Hammerspiel. Ach Gott, nein. Presslufthammer? Ja, das ist das, wo du den Hammer klauen musst. Ach, dammit. Ach so. Ach, nee. Jetzt machen die einen Punkt. Weil jetzt erreiche ich den Hammer bestimmt nicht mehr. Ah, das ist... Ja, ich sehe das Töten-Logo, aber den erreiche ich nicht mehr. Ja, also Ziel dieses Modus ist praktisch jetzt... Das ist praktisch Capture the Flag mit einem Hammer. Richtig. Es geht nach dem Prinzip Capture the Flag, halt nur mit einem Hammer, mit dem du aber auch wohl zweimal zuschlagen kannst. Und der macht wohl One-Hit. Boah, mit dem kannst du schon ein paar Mal öfter zuschlagen. Ich hab's halt nur noch so irgendwie im Kopf, wie das mir mal ein Kollege verraten hatte. Ja, ja, ich hab den ja schon öfter gehabt. Der Anime hat den Hammer. Ich brauche Hilfe beim Hammerträger. Ich bin unterwegs. Ah, scheiße. Vor allem, weil unser Team den Hammer gedroppt hat. Ich hab'n. Sehr gut. Bring ihn weg. Wo muss ich versuche, den Hammerträger zu töten. Jo. Boah, ich kenne die Karte noch gar nicht, Alter. Mist. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Die Sau. Ach, hier muss man den hinbringen. Ach so. Ich warte hier, ich warte. Ah, da ist ein Heiler. Lol, überall Spritzen in meinem Schädel. Na? Lol, ich muss alles reloaden, was ich hab. So. Kriegt das Sinn mit dem Hammer? Ich werde jetzt wieder nach vorne rennen, um zu gucken, dass ich den Hammerträger gekillt krieg. Manchmal Glück, dass ich ihn erwische. Viel Glück. Okay. Plattenspieler. Ich würde dich ja eigentlich lieber verteidigen, weil ich eigentlich in der Verteidigung besser bin. Ach, ich habe hier hinten gerade meine Ruhe. Das passt schon. Stehe hier blöd rum, guck mir die Wand an. Jetzt werde ich angeschossen. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Ach, mein. Er kam jetzt aus dem Nix, aber das ist doch blöd, wenn nämlich keiner verteilt. Also, wir sind eigentlich am Meer und. Ich hab den fast tot geschossen, der ist die ganze Zeit rumgehüpft. Ich hasse diese Bunnyhopper, ey. Das ist echt zum Kotzen hier mit den die hüpfen rum wie Hasen, Alter. Aber wirklich nonstop. So, jetzt hat man gerade mal kurz bei mir gesehen, wie man sich heilt.
Oh, der mit dem Tesla, Alter. Versuchst du den Hammer zu erwischen? Jeps. Nehmen wir mal den so eine Knarre hier. Na, dich kriege ich. Nein! Ich bin runtergefallen. Aber beim Runterfallen reloaded. Alter, der ist fast tot. Erwisch den doch. Boah, der mit seinem Tesla ist echt nervig. Also ich glaube, Tesla ist hier noch penetranter als dieser komische Strahl da. So. Vielleicht ist es ja sogar ein Tesla-Strahl. Nee, das ist so ein Raketenwerfer. Okay. Ja, ich habe ja, also man kann sich hier die Waffen praktisch selber zusammenbauen, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Nee, hast du noch nicht. Und ich habe mir hier einen schönen Raketenwerfer gebaut mit Tesla-Raketen und... Hui! Nein. Mist. Was? Oh ja, klar. Toll. Haben wir mit dem Hammer umgehauen. Ja. Hä? Ja, und man kann seine Waffen aber auch benennen. Muss man genau, wenn du die zusammengebaut hast, kannst du die auch benennen und alles drum und dran. Ah, die kriegen den Hammer und schon der wieder. Der Vorteil ist halt einfach, dass man hier auch wirklich so gut Items kriegen kann, sich kaufen kann, ohne diesen ganzen Pay-to-Win-Scheiß. Also du hast als, sag ich mal, Bezahler jetzt nicht unbedingt einen Mega-Vorteil. Ja. Sorry, ich musste kurz was trinken. Ja. Ah, oh, hat das gut getan. Alter, wir sind heute total schlecht. Jeps. Jetzt glaubt uns keiner mehr, dass wir richtig gut darin waren. Das ist wirklich passiert, das ist keine Ausrede. Ja, also wie gesagt, ich habe hier einen schönen Raketenwerfer, der drei Raketen hintereinander verfeuert mit Tesla und so einer Sprengwirkung. Ja. Ja gut, die Hälfte habe ich mir abgezogen, wenn den jetzt noch irgendjemand tötet. Wenn ich ihn finde? Der ist beim Hammer fast, glaube ich. Und wenn er sich bis dato nicht heilt? Ah, der hat den Hammer. Wow. Er ist fast ganz tot. Ach da, jetzt sehe ich es auch mal. Das... Ja. Gut. Gut, dass ich den so stark angeschossen habe. Hier, ah, da. Versuche hier immer so ein bisschen. Oh. Was? Er hat kein bisschen Leben verloren, obwohl ich ihn gehittet habe. Alter. Also heute ist Hammerspiel echt nicht meins. Hammerspiel. Hammerspiel. Ja. Der haut mit dem Hammer ab. Ja, ich wurde gerade zermatscht. Lol, ich jetzt gerade auch, weil ich neben dem hergelaufen bin. Eventuell kriege ich ihn gleich, warte. Da hinten läuft der Penner. Bleib hier, du Spinner. Alter, der ist gerade ganz schön flinks unterwegs. Ja. Ja, und er hat sich geheilt, na super. Ja, und jetzt kommt hier noch hier. Ja, ich bin tot. The enemy has captured the hammer. Sehr gut. Ja, das wird nix. Richtig. Alter! Was ist los? Vor allem verliere ich mir zu null, Alter. Ich hab den Hammer! Lauf! Rette uns! Oh Gott. Er killt mich, ich kill ihn. Oh, nicht schlecht. Bis jetzt schießt noch keiner auf mich. Komm mal in deine Richtung. Komm hier lang, hier ist frei.
Oh, jetzt schießen sie auf mich. Ey, uncool. Wie die mich hier gerade niedermähen, Alter. Und ich mach so gut wie keinen Schaden. Pass auf, da kommt der. Alle, die einfach mal 10 Millionen Schüsse aushalten. Zumindest von meiner Waffe. Scheiße! Mist! Alter, wo ist er? Hier. Los, hammer sie! Hammer sie! Bin dabei. Erstmal hier den Scheiß weghauen. Mist! Nein! Mist, ey. Aber ich hatte den Hammer kurz. Ja. Na. Ich auch. Ich glaube, ich muss es mal nebenbei, bis die nächste Runde anfängt, mal meine Waffe wieder ein bisschen verändern. Aber immerhin bin ich da hinten rechts. Hm? Doch. Ich war gar nicht mal so schlecht. Du kannst nicht hinten rechts gewesen sein. Da war dann nach aus irgendwie, weil ich die ganze Zeit immer H gedrückt habe und dann hat er immer getanzt. Aber wahrscheinlich dann doch nicht. Nee, aber ich hatte mehr Punkte als du, deswegen hätte ich ja dann auch dabei sein müssen. Ja, eigentlich schon. Lass uns eine andere Lobby suchen. Okay. Oh, ein Tagespreis. Ach ja, stimmt, man kriegt ja immer Tagespreise. Rel. Mitte. Element wieder. Mitte. Und wieder das Beste bekommen. Ich auch. Kann sein, dass man immer das Beste kriegt. Oh, guck mal. Jetzt kann ich direkt. Warte, ich gehe jetzt erstmal aus der Lobby raus hier. So. Und jetzt zeige ich mal kurz die Schmiedekunst hier. Also, das sind die Waffen, die ich bisher gebaut habe: der Zerfetzer, Doomsday und Dr. Corpse. Doomsday möchte ich heute weiter ausbauen. Die Namen von Noah Pias Waffen werde ich jetzt nicht vortragen. 9 von 10 Mütter empfehlen der Befeuchter. So, das hier ist mein schöner Raketenwerfer. Schaut ihn euch an. Ich finde, das ist eine gelungene Waffe. So, und jetzt Tree Barrel ist doch langweilig. Wir nehmen ein Quad Barrel. So, sieht das nicht schön aus? Vor allem so schön mit diesen Haifisch-Mäulern. Ach, wunderbar. So, das wollen wir natürlich auch speichern. Ja. So, und schon kann ich 4 Raketen hintereinander abfeuern. So. Das Hexa-Barrel ist natürlich das, wo ich mich am meisten drauf freue. Ich werde das Hexa-Barrel jetzt auch mal ganz kurz testen. Einfach mal. So. Hier gibt es nämlich hier so ein kleines Testareal, so gesehen. So. Und da kann man jetzt einfach mal so richtig reinschießen. Ja, das fetzt. Weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Waffen total schlecht sind, obwohl ich irgendwie eigentlich alles Gute drin habe. So, gehen wir nochmal zurück in die Waffenschmiede. Und ich nehme mal kurz Pyro, einfach nur... Oh, das sieht schon richtig geil aus mit Pyro. Ich mach mal kurz Pyro. Dann nehme ich... Ne, ich lasse es erst... Na, kann ich ja noch gar nicht. Das müsste ich erst freischalten. Na, dann teste ich jetzt erstmal normal mit Pyro. Ja, ein Pyro ist besser. Ich musste erstmal warten, bis er abgefackelt war. Wo dann? Ne, ich werde nachher auch noch diese Kriech-Raketen nehmen, weil mit diesen Kriech-Raketen, Moment, kann ich das kurz, ja, da. Wenn ich das richtig verstehe, dann, ja genau, die bewegen sich halt so über den Boden und werden dann total schnell und machen dann auch mehr Schaden, wenn sie treffen. Das klingt ziemlich cool alles. Extra langsam ist zwar schadenstechnisch richtig geil, aber auch einfach extra langsam, ne? Ja. Ups.
Ja, ich möchte ohne. Genau. Im Grunde genommen, was man halt verändern kann mit dem ganzen Geld, wäre halt hier Optik. Man muss aber sagen, man braucht es nicht wirklich. Nö, nee, also ihr könnt euch eigentlich auch so wirklich gut was zusammenbasteln und auch wirklich damit was reißen. Ja, vor allem muss man auch fairerweise dazu sagen, ja, wegschmeißen. Die Hose hier, die ich zum Beispiel anhabe, das ist keine Standardhose, die habe ich einfach beim Spielen praktisch bekommen. Also so geht's auch. So ist es. So, also von mir aus kann's weitergehen. Ja, von mir aus auch sofort. Genau, dann sobald du fertig bist, sag Bescheid. Dann zeige ich nochmal so ein bisschen den Rest. Also hier im Techbaum kann man dann praktisch, ist gleich im Grunde genommen dasselbe wie auch bei der Schmiedekunst. Im Grunde genommen kannst du hier alles dann halt skillen, was du halt so haben kannst. So ganz, warum man das hier nochmal separat machen kann, habe ich selber noch nicht verstanden, muss ich gestehen. Aber gut, es ist halt möglich. Ach, guck mal einer an. Ich glaube, ich weiß warum, oder? Warum? Man kann hier im Techbaum kann man praktisch diese ganzen Sachen nochmal verbessern. Also aktualisieren. Wenn du da über 4000 Punkte für ausgibst, noch stärker machen, so gesehen. Okay. Ups, Alter, ich habe jetzt gerade aussehen gestartet. Macht nichts. Ich war eigentlich so gesehen fertig mit demonstrieren, wollte ich gesagt haben. Boah, ich bin gerade ein bisschen neben der Spur und ich weiß nicht warum. So, wieder konzentrieren. Was habe ich denn da überhaupt für eine Meldung noch? Was haben wir denn hier? Death Snatch und wann sind die gewesen? Ach, ich nehme es einfach mal, was jetzt hier. Ah nein, nicht Death Snatch. Das ist das, Ich wähle Zufallskarte. Death Snatch ist das, wo du praktisch diese Orbs, also wo die killst und danach diese Orbs aufhebst, praktisch Abschluss bestätigt. Ach so, nee, das ist. Muss jetzt echt nicht sein. Eben. Und aber ich glaube, Death Snatch gewinnt. Ja. Das glaube ich nämlich auch. Oh, wir haben einen dritten Zufall. Na? Komm! Noch einer auf Zufall! Zufall ist gut! Na komm! Noch einer auf Zufall! Ey, wer jetzt auf Deathmatch, ne? Dann hier, ne? Wisst schon. Genau. Du wirst sterben. Mann. Na gut. Ja, dann halt Abschluss bestätigt. Ich denke mal, das sagt den Zuschauern mehr. Kennt man ja aus ja, jedem Call of Duty. Nicht aus jedem. Nicht? Nicht aus jedem. Nee. Jörg! Nein! Huch! Ja, cool. Ich bin doch nicht gestorben. Auch nicht, ich lebe noch, jetzt bin ich runtergefallen. Ich dachte, ich wäre runtergefallen, aber ich bin doch nicht runtergefallen. Wie einfach mal die ganzen Waffen rumliegen. Ich habe einen Kill denied. Ach Gott, ich habe aus Versehen eine Waffe aufgehoben gehabt. Und die hat erstmal aufgeladen. Das ist natürlich blöd, wenn jemand auf mich schießt. Also ich muss sagen, der Strahl ist echt schon ziemlich penetrant. Huch. Probier den nämlich gerade mal aus. Ja, ich habe ihn angeschossen. Ja. Wuhuhu.
Ja, ich habe aber den Kill noch confirmed, bevor ich gestorben bin, wollte ich gesagt haben. Alter, bin ich der Einzige, der hier... ich sterbe und ja, ich mach ja jedes Mal, wenn ich sterbe, irgendwie tight. Mist. Denied. Danke. Aua, bin tot. Alter. Das ist Selbstmord, lol. Das ist auf jeden Fall relativ ausgeglichen dieses Mal. Ja. Alter, ich bin gerade an jemanden am Jagen hier. Alter, wo ist er? Der hat sich geheilt, der Sack. Score posted. You are in the lead. Boah, es gibt auch Tesla-Granaten. Wirklich? Ja, ich habe gerade eine abbekommen. Ich laufe mal lieber in eine andere Richtung entlang. Irgendwelche Morgensterne in meinen Arm stecken. Mist. Der Feind ist in der Führung, das darf nicht so bleiben. Kille ja wie verrückt. Alter, wie ist denn der abgegangen? Ich habe gerade angefangen auf den zu schießen, schon liege ich am Boden, aber der hat mein Dings nicht aufgehoben. Bin unterwegs. Wo ist es? Da liegt es. Nein! Mist! Meins aufgehoben und dafür gestorben. Boah, noch aufgehoben, Gott sei Dank. Jawohl. Jawohl. Nur mein Kopf fehlt schon. Jawohl. Schnell holen. Jawohl. Jetzt bin ich tot. Durch deinen Tod ist jetzt wieder ausgeglichen. So. Ich muss den ein bisschen in die Flanke fallen irgendwie. Scheiße, falsche Waffe! Ha, wenigstens bin ich während dem Sterben noch zwischen die Dinger gefallen. Das heißt, die können sich das nicht schnappen. Nice. Win kill. Nein. Na go. Wow. Kill confirmed, aber ich bin auch fast tot. Da ist gerade jemand in die Schlucht untergefallen und dann kam dieses Goofy-Geschrei. Okay. Alter, die sind auch richtig im Rudel unterwegs. Also die machen richtiges Team-Plea. Team-Play, Mann. Ah, mach doch mal Team-Plea, Alter. Mir nicht ganz so sehr hier. Alles stirbt, danke. Nein! Alter, das ist aber richtig spannend. Wir sind wirklich ausgeglichene Teams. Yep. Nein, nein, nein! Ach, Mist.
posted. You are in the lead. Ich halte mich gerade ein bisschen zurück, weil... Jawohl. Weil mein Herz klopft schon. Ich bin relativ angeschlagen. Ja, pass auf, wenn du uns... Deny den... Ah, bin tot. Gut, der hat beide Kills denied, Gott sei Dank. Sehr gut. Boah. Boah, der hat diese mega Tesla-Kettenreaktion und Flak-Kombo hier. Mit dem Raketenwerfer. Ich bin jetzt gerade einfach nur noch geflohen, Alter. Pass auf, Alter, hier rennt einer mit dem Mega-Raketenwerfer rum, den du mal da zusammengebastelt hast. Ja, mit dem werde ich auch früher oder später rumlaufen, aber im Moment noch nicht. Da fehlt einem noch die Kohle. Hahaha, ich habe einen erwischt. Sehr gut. Mist. Da habe ich die Rollfunktion entdeckt. Alter. Übeln. Übel. Boah, pass auf, da ist noch einer. Wer ist eigentlich gerade ein Lead? Wir. Wir? Ja. Was ist los? Mit 2-6 liegen wir vorn. So. Oh, kennst du das, wenn das gerade so richtig abgeht und du irgendwie nicht die Hände von Maus und Tastatur lassen kannst und dich dann, keine Ahnung, irgendwie juckt dein Bein oder so? Ja. Das ist zum Kotzen. So. Jetzt geht's mir gerade wieder relativ schlecht. Nein! Alter, die rutschen immer so richtig, also die rollen immer schön, um das aufzuheben. Ja. Ich sollte das rollen. Die haben da wohl schon mega Übung. Ah. Ich hab's gerade auch versucht. Ah, jetzt hab ich's gemacht. Nicht nur versucht. Also wenn das Rollen auf Shift wäre, ne, aber da ist ja Sprinten, dann wäre das sogar vielleicht noch irgendwo okay, aber... So Steuerungstaste ist ein bisschen blöd dafür. Ich vergesse aber auch dauernd, dass ich schon das Quad Barrel habe, muss ich gestehen. Okay, wegen dem Nachladen. Ja. Boah, haut er mich im Nahkampf kaputt, der Penner. Beihilfe zum Selbstmord. Habe ich auch bekommen. Ja, wir sind gut. Jeps. Da kommt einer. Alter. Wechsel doch. Boah, hab ich jetzt so voll reingerollt. Die ganzen Profis hier. Wir haben's bald. Falls da gerade noch jemand mächtig ein. Lol. Ja, ich habe wieder meinen Mittelfinger gezeigt, als ich am Boden lag. So, jetzt habe ich wieder die Waffe. Die ist auch irgendwie... Die geht besser ab. Boah, was sind das für... Alter! Für mega Klumpen, Alter, die da auf mich schießt. Kill confirmed. Mist. Kill confirmed. Two captures remain. Ah, wir waren... Jetzt bin ich ganz kurz... Ha, ich hab den Abschlussdingens hier gemacht. Wir beiden haben... Beide haben die meisten Tötungen aus unserem Team. Wertvollster Spieler, nur wir. Ah, ich bin auch dabei. Guck mal, da hinten rechts. Ich bin ganz vorne. Yeah, man. Aber Deathsnash mag ich eigentlich nicht. Oh, schon wieder ein Tagespreis? Was ist los?
Nice. Wieder die Mitte. Ah, oh, diesmal habe ich nicht das Beste. Man gewinnt nicht immer das Beste. Ich habe das Beste wieder bekommen. Level 4 bin ich jetzt. Ich bin schon eine Zeit lang Level 4. Ich nicht. So. Schmiedekunst. Wie viel Cash habe ich jetzt? Was kann ich jetzt hier machen? Schluchtgewinnung, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Na, da ist es mir egal, was wir kriegen. Ich versuche meine... Oder? Ne, dafür brauche ich wesentlich mehr Punkte, um das zu verbessern. Wie viel brauche ich nochmal für die normale Doomsday? Da brauche ich 3600. Okay. Ich überlege aber, ob ich Penta Barrel oder Hexa Barrel nehme. Weil das ist schadenstechnisch. Huch. Blitz geht los. Was war Blitz nochmal? Ich hab aus Versehen nicht... Ich bin nicht dabei. Oh, jetzt lade ich gerade ein Spiel. Ja, dann breche ich kurz die Aufnahme ab.